von einem Content an mir auf meinem Kanal. Mein Name ist MindMaster und heute spielen wir zusammen eine Runde Lucky Race. In dem Spiel geht es darum, du läufst einen Parcours ab sozusagen, in einer gewissen Zeit versuchst du es zu schaffen. Du musst so viele Lucky Blöcke wie möglich einsammeln. Am Ende gibt es noch ein fettes Battle, da hat man halt von den Sachen, von den guten Sachen, die man bekommen hat. Man kann natürlich auch schlechte Sachen bekommen, wie Zombies, Monster oder so, die einen dann die ganze Zeit jagen. Oder halt, man kann auch gute Sachen bekommen, wie Wölfe, die einem dann die ganze Zeit folgen, irgendwie 4 Stück oder so. Und halt, am Ende ist dann aus dem Sortiment, deshalb sollte man sich ziemlich beeilen, damit man viele Lucky Blöcke einsammeln kann und viele gute Dinge sich holen kann und viele gute Waffen, damit man später gut ins Battle starten kann. Eigentlich muss ich jetzt nicht viel mehr erklären, glaube ich. Und was ziemlich cool ist, es gibt ein sozusagen so eine Art, wie kann ich das nennen? Ein krasses Ding, was nicht im normalen Minecraft gibt. Und zwar, man kann sich aus einem Stock, also einem Stick und Smaragden etwas craften. So, jetzt haben wir als erstes einen Braustand mit 3x Direktschaden. Also man kann sich daraus übrigens mit diesen Smaragden ein Smaragdschwert craften. Das sieht aus wie ein Diamantschwert. Steht aber dran, Smaragdschwert. Und es ist mit, meine ich, einem Schaden. Nee, ich meine mit 8 Angriffsschaden und eine Schärfe. Es ist mit einmal Schärfe. Rabaukensuppe. Hä? Resistenz 1, 12 Sekunden. Krass. Okay, tun wir mal erstmal in den Hintergrund, so. Was haben wir jetzt? Octoboots, sichern. Lol, hä, habe ich die jetzt zweimal? Seit wann habe ich die denn? Tja, egal. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Es fühlt sich so komisch an. Eben gerade war irgendwas komisch. Auf jeden Fall, das hat sich irgendwie gerade ziemlich lustig angefühlt. Darf ich keinen vergessen? Das heißt, es geht rüber zur nächsten Plattform. Das hier ist die Harry Potter Map. Und ich hoffe, wir schaffen das. Ich schaffe das diesmal, weil die letzten Male habe ich immer noch nicht ganz verstanden, wie ich hier weiterkomme. So, jetzt haben wir irgendwie, warte, wie viele? Ja, locker. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal Direktschaden. Das ist echt krass. Oben ist natürlich auch noch ein Lucky Block. Lucky Rabbit. Okay. Oh mein Gott. Der gibt uns einen Lucky Block? Nice. Ey, wenn uns die alle so einen Lucky Block geben würden, ne? Ey, komm, bleib doch mal stehen, Kollege. Komm, Kollege. Ey, Kollege. So. Und... Oh, nice. Schon mal direkt bessere Ausrüstung. So, und jetzt, Kollege, fall nicht runter. Genau, weil jetzt machen wir was, damit das etwas schneller geht. Wir haben nämlich viel zu viel Direktschaden. So. Nein, Kollege, warum tust du sowas? Warum tust du das mir an? Das trifft mich sehr. So. Diesen Lucky Block haben wir vergessen, ist mir gerade so. Nein, das ist der Killerhase. Hilfe. Kommt der hoch? Kann der hochkommen? Haha. Au. Ey, Leute, habt ihr gesehen? Aua. Mann, der macht viel zu viel Schaden. So viel Schaden darf der nicht machen. Kann der hier rüber? Er ist runtergefallen. Nice. So, ich muss jetzt aber hier irgendwo den Ausweg finden. Wo ist denn hier der Ausweg? Es muss ja sich irgendwas hier mit auf sich haben. Aber hier draußen gibt es halt auch sowas. Das könnte auch der Ausweg sein. Ist es aber nicht. Also ich weiß immer noch nicht, wo der Ausweg hierbei ist. Das ist für mich so eine Art Escape Room. Anstatt so eine Art Parcours. Wir werden wahrscheinlich heute 2 Runden spielen. Deshalb... Ja, wird das auch ein etwas leer... mein Gott. Längeres Video. Wir müssen hier doch schon weiter. Ja, wir müssen hier raus. Aber es geht ja irgendwie nicht. Wir können ja auch nicht nach da oben oder so. Nee.
Warte mal. Was ist denn, wenn wir hier rausgehen? Ja, nee, da ist nichts. Auch wenn das so der leitende Weg ist. Warte, wir springen einfach mal raus und gucken, wie das... Warte mal. Da ist doch irgendwie so ein Slime. Hey, da müssen wir ja oben aufs Dach. Geht's hier irgendwie oben nach oben aufs Dach? Vielleicht sind dafür die Ranken da. Also diese Blätter hier. Entschuldigung, Mann, was ist gerade mit meiner Stimme los? So, jetzt hier hoch. Okay, und springen, genau. Super. Alles easy peasy, lemon squeezy. So, jetzt gucken. Oh mein Gott, das war jetzt nicht so ganz geschickt von mir. Ich habe nur noch 5 Minuten. Oh mein Gott. Ey, wir müssen es doch schaffen, darüber zu kommen. Weil jetzt weiß ich endlich, wie man, glaube ich, das hier machen soll. Aber dafür muss ich darüber kommen. Yes. Aber jetzt, wie komme ich weiter? Ja, weiß ich nicht. Ich muss mich leider, ja, wieder zurückgehen. So. Ich glaube, dass man da oben lang kann. Aber wir müssen ja irgendwie aufs Dach kommen. Also schätze ich auch, dass wir da oben hin müssen. Also, ja, natürlich müssen wir dann da oben hin, aber... Nein, ich meine jetzt hier so auf die Plattform und dann, es muss ja irgendwas hier mit auf sich haben. Also es geht ja nicht. Es geht auch nicht. Irgendwo muss doch hier so ein Haken sein. Irgendwas. Wo man hoch kann. Und halt hier ist auch verdächtig dunkel da oben. Ne, da kommt man aber auch nicht hoch. So. Könnte man eine Sonic-Suppe nehmen? Ja, okay, das bringt jetzt nicht viel. Ja, okay, Leute, es geht schon los. Die Zeit ging einfach viel schneller vorbei, als ich dachte. Wir können jetzt eigentlich nur noch unsere Direktschaden-Dinger nehmen. Und ein paar Sonic-Suppen. Für den Notfall. Dann erstmal ein bisschen mit Direktschaden ballern. Alter, wir waren richtig schlecht. Guck mal, der Diamond-Chest-Play und Diamond-Schwert. Das ist das Marktschwert. Oh mein Gott, mit Verbrennung? Lol. Wer hatte das denn geschaffen? Ach so, der hat einen Zaubertisch aus dem Lucky Block gezogen und natürlich Verbrennung, das Zauberbuch aus dem Lucky Block. Dann ist natürlich cool. Jetzt müssen wir erstmal hier lang gehen. Boah, ey, wir müssen echt aufpassen. Ich darf jetzt noch zweimal. Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, nein! Nein, 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 nein! Oh. Okay, ein letztes Mal noch. Jetzt können wir nur noch mit der Sonic-Suppe kämpfen. Oh nein, wir haben noch zweimal direkt schon. Nice. Wo sind die? Nein, nicht da. Los, los, los. Go, 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 go. Los, 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 los. Jetzt hier hoch. So. Und jetzt ganz doll aufpassen. Aber ganz doll aufpassen. Aber ganz doll aufpassen. So. Wo sind denn meine Gegner? Okay, es sind nur noch... vier Leute mit mir. Also drei Leute mit mir. Sind es vier, also mit mir sind es vier und ohne mich sind es drei. Okay, da unten sehen wir einen Mr. X. Ich warte darauf, dass er sich mit einem Gegner battelt. Da unten sehe ich jemanden. Sie liegen auch da. Ja, sie gehen aufeinander zu. Geschickt, geschickt, geschickt. Ich will, dass alle nur noch einen nehmen. Oh mein Gott, der ist weg. Oh mein Gott, Leute! Sonic-Suppe! Sonic-Suppe! Okay, hat dann doch nicht ganz geklappt. Ich hole euch gleich wieder dazu. Bis gleich. Ciao. So, willkommen in der zweiten Runde. Ich will jetzt endlich mal, dass mehr Leute ins Game kommen, weil es sind immer noch zu wenig. Wir können ja schon mal die Map angucken. SeaWorld gibt's, die ist aber nicht so nice. Clash Royale, nein, Clash Royale, Sport. Wir müssen Sport nehmen. Clash Royale darf niemals gewinnen. Weil ein Clash Royale kann man schaffen, aber die ist eigentlich richtig doof. Wirklich, die ist so doof und so höllenmäßig, die ist richtig kacke einfach. Entschuldigung. So, einfach hier hoch. So.
Oh ja, drei neue Player. Ey, ihr müsst alle stimmen. Sport, yes. Unsere Map hat gewonnen. Sport hat gewonnen. So, jetzt hoffe ich mal, ich krieg bessere Items als beim letzten Mal, weil die letzte Map war einfach nicht so cool. Das war halt, die kannte ich noch nicht. Das war das erste Mal. Oh mein Gott, die Truhe kenne ich. Ja, genau. Dieses Mal hat sie mich aber nicht getroffen. Aber die brauche ich nicht, die Truhe. Nämlich, wir haben Octoboots. Warte, was passiert, wenn ich sie abwerfe? Lol, ich habe jetzt einfach zweimal. Das ist immer so ein richtiger Bug. Ich habe das jetzt zweimal bekommen. Die Sachen können wir erstmal alle hochtun, die Werkbank und alles. Nämlich, wir müssen jetzt erstmal so. Oh mein Gott, nein. Weg da. Der ist richtig OP. Oh, habt ihr das gesehen? Ah, das ist. Also, wenn man direkt neben dem steht, ist man, glaube ich, safe nicht mehr am Level. Oh, da ist, einer meiner Gegner gleich im Battle. So. Jetzt hier. Oh, oh yes. Leute, wir haben den Giftdolch. Beim Giftdolch ist es so, bei Berührung kriegen die einmal Vergiftung ein bisschen. Das ist, der ist richtig cool. Okay, ja, Eisenblock brauchen wir nicht. Das interessiert mich nicht so richtig. Nicht Nexe. Hier, guck. Guck, tschüss. Der ist richtig lustig, dieser Giftdolch. So. So, erstmal ein bisschen. Oh, Wurftrank der Heilung. Nice. Also, wenn wir Heilung brauchen, dann auf jeden Fall nehme ich Wurftrank der Heilung. So, Checkpoint. Und dann einfach weiter hier rüber. Jetzt so. 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 Oh. Okay. So. Jetzt. Oh Mist. Nein, 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 nein. Ey, wir sind gerade ziemlich im Zeitverlust machen. Oh. Okay, wir müssen uns. Ich muss mich richtig konzentrieren. Oh Gott. So. Jetzt bloß genug Anlauf. Und jetzt den Sprung. Yes. Yes. Aber jetzt dürfen wir nicht runterfallen, weil sonst müssen wir das gleich recht so besser. Ja, nee, die sind besser, die ich gerade anhabe. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Da ist der Checkpoint, Leute. Yes, Checkpoint. Okay, wir haben einen gesegneten Trank. Was kann der? Gibt die drei positive Effekte. Okay, der ist nice. Die Kaktusboots können wir wegwerfen. Okay. Okay, hätten wir sie doch nicht wegwerfen sollen. Der Hunger war so groß. Das kann nämlich auch mal passieren, dass du irgendwas aus deinem Inventar hast. In dem Fall leider die Octoboots. Das sind unsere einzigen Schuhe. Ich hasse diese Sprünge, die wir hatten. Leider. Und deswegen, ja, haben wir es jetzt nicht ganz geschafft. Aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Weil manchmal passiert es, dass irgendjemand irgendwas drückt und plötzlich ist der Counter nur noch richtig wenig. Irgendwie nur noch 20 oder 30 Sekunden so. Und dann muss man sich echt beeilen. Yes, wir haben jetzt den Sprung geschafft. Ich muss mich richtig konzentrieren. Nein. Ja, seht ihr da oben? Rechts oben. Neben Lucky Race. Da sind es jetzt nur 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben eigentlich gar keine Rüstung. Sind richtig scheiße auf. Nein, das ist schon unser erster Gegner. Ich muss uns hier so ein bisschen erstmal ganz kurz. Komm jetzt mit dem Giftdolch. Oh, nee, 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 nee. Lass die erstmal fighten. Ich lass die erstmal fighten. Oh, was ist los? Was ist los? Die sollen erstmal fighten. Oh mein Gott. Das wird eine richtige Karamba da vorne. Oh, 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 oh. Hat er mich gesehen? Der hat mich gesehen. Oh, also, oh, was hat er denn für ein krankes Schwert? Hallo, 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 alle, 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 alle. So, Alter, ich nehme direkt gleich, wenn ich den nächsten sehe, Alter.
direkt diese drei positive Effekte Dings. Und dann. Los. Mann, Leute, wir haben mal wieder es nicht geschafft. Aber meine lieben Freunde, jetzt bin ich gerade in einem ganz anderen Modus, als ich sonst bin. Ich wünsche euch noch einen ganz angenehmen Tag. Habt viel Spaß. Lasst natürlich ein Abo da, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, aktiviert auch die Glocke. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen Tag, wie gesagt. Und viele Grüße. Teilt das Video mit euren Freunden, Verwandten oder mit denen, die ihr nicht kennt. Deshalb auch viele Grüße an die. Euer Mindmaster MM. Bis dann. Ciao, ciao.